Willkommen zurück zu Werbebillionär Hot Seat. Folge Nummer 4 dieser Woche und Folge für diese neuen Season. Es ist ein Kampf, der hin und her geht. Mal sind es 10.000, mal sind es 1.000 und mal 50.000, wie letzte Folge gesehen. Malz und ich liefern uns in der nächsten Runde wieder einen gnadenlosen Kampf oder vielleicht sogar einen kleinen Teamplayer-Kampf, um die Millionen zu erreichen. In der letzten Folge wäre es ja schon nah gelungen, aber naja, was Frage 12 so alles ausmachen kann, würde ich mal sagen. Wir versuchen es heute nochmal erneut und wir legen los. Heute ist Donnerstag, das heißt im Prinzip, dass er wieder anfangen darf. Deswegen, erste Runde, gut und Glück, los geht's. Ja. Ja, Montag habe ich angefangen. Mittwoch habe ich gemacht. Jetzt hast du dieses Donnerstag. Ja. So, die Regeln für alle, die es immer noch nicht kennen: 15 Fragen bis zu Millionen. 6 Kandidaten spielen normalerweise dieses Spiel. Der erste fängt an zu spielen und kann die Fragen beantworten. Wenn er etwas nicht weiß, gibt es einen Joker, nämlich den Pass-Joker. Der erlaubt es ihm, die Frage zu passen an den nächsten, der hinter ihm sitzt. Er geht am Ende der Schleife und der nächste hat die Pflicht, diese Frage zu beantworten. Richtig oder falsch? Passen kann der nicht in dem Fall. Beantwortet er sie richtig, geht's weiter. Bei einer falschen Antwort fällt der Hauptgewinn aus dem Geldbaum raus und der nächste Spieler muss sich mit dem nächsten besseren Gewinn zufrieden geben, wenn er bis dahin überhaupt kommt. Ansonsten, es ist ein Abfrage 10 Knockout-Spiel, bis Frage 10 ist der Pass-Joker verfügbar. Wir starten die neue Runde mit Hot Seat. Los geht's! Erste Frage lautet: Das Handwerkszeug der Friseur bezeichnet zu einem großen Teil auffahren, abbremsen, ausscheren, vorbeiziehen, ausscheren. Jawohl. Kann gern so weitergehen. Finde ich auch so. US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romneys eigentlicher erster Vorname lautet, was zur Hölle? Was Bohlen RTL? Rapo 7? Will ARD oder Land ZDF? Da macht nur eins Sinn, das ist einfach! Scheiße! Hey! Ich hasse. Ich helf dir mal. Hallo, an einem anderen hingen überall Sendernamen dran. RTL Pro 7 ZDF. Willard ist ein Name, ne? Willard, nicht Will ARD. Oh. Englischer Name. Hat jetzt mal geholfen in der Runde. Mach weiter, komm. Die Ebere nennt man umgangssprachlich auch Dornmöhre, Knallerbse, Schepperlinse oder Kabumbohne. Das ist die D? Knallerbse. Also, Knallerbse B. $100. Und hier 500 mit der nächsten Frage. Welcher Rock hat meistens Ärmel? Morgenrock, Kuschelrock oder Faltenrock oder Minirock? Hä? Kuschelrock. Soll ich nehmen? Ja. Nein. Der Morgenrock. Oh. Einmal helfe ich schon am Schnitt. Hätte ich nicht gewusst. Wir machen weiter mit Frage 4 für mich. Wer von diesen Vieren war ein berühmter österreichischer Maler? Einstein, Zehnkampf, 100 Wasser, 1000, also 1000 Wasser. Frage 5. Welche dieser Bruchzahlen hat nicht den gleichen Wert wie die anderen drei? 8 Zwölftel, 4 Sechstel, 2 Drittel oder 1 Viertel? Viertel sind 3 Zwölftel, deswegen D. 2 Drittel, 4 Sechstel, 8 Zwölftel, ja. Und wir gehen weiter mit der nächsten Frage auf Frage 6. Ich könnte theoretisch auch Werbung machen, aber nö, dann spar ich mir jetzt mal. Das hier sind eh so kurze Folgen teilweise. Frage 6. Welcher dieser Begriffe steht für eine Rassekatze? Oh. Dominikaner, Benediktiner, Kartäuser oder Templer? Muss ich überlegen.
Kartäuser, Templer ausschließen. Ich glaube, das ist Dominikaner. Ich weiß aber nicht genau. Könnte auch ein Getränk sein, hast du mir gerade B oder soll ich passen soll? Ich mach mal. Boah, danke. Jetzt hab ich das an der Arschbacke, oder was? Du hast mir einen Hinweis gegeben. Ja. Deine Frage 6. Welche dieser Begriffe steht für eine Rassekatze, Dominikaner, Benediktiner, Kartäuser oder Templer? Zeit läuft. 30 Sekunden. Ich glaube C. Soll ich nehmen? Jo. Muss überlegen noch. Dann nehmen wir. Kartäuser, sagt er. Richtig. Irgendwie ist diese Anzeige oben super praktisch gemacht. Ja. Für dieses Format zumindest. Wollen wir einfach alle einfach lassen, aber egal. Frage 7. Noch 5 Spieler sind drin. Woraus wird das Material für Flaschenkorken gewonnen? Aus Korkenzieherbambus, aus Kronkorkenfichte, aus Korkeiche oder aus Korkenpilz? Hast du eine Idee? Korkeiche. Korkeiche, sagst du. Oder halt, stopp. Ich frage nach. 15 Sekunden hast du noch, deswegen. Überleg ruhig. C oder D, C oder D, C oder D. C. Bleiben wir bei C. C, Korkeiche. Mhm. Richtige Antwort. 200.000. Gut. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Frage 8 für 4.000. Welches Arbeitsgerät hat der von Torsch Frock besungene B.B. Bernhard besonders gern? Ich muss das nochmal lesen. Der von Torsch Frock besungene B.B. Bernhard besonders gern, okay. Kneifzange, Schraubendreher, Gabelstapler oder Presslufthammer? Presslufthammer. Weißt du das echt? Jo. Warum? Wer ist das? Ich kenne die Frage schon mal und... Der Rest kann gegoogelt werden. Wenn einer weiß, schreibt es in die Kommentare einfach weiter. Das ist das Witzige bei dem Spiel. Es gibt keine festen Folgenlänge und es ist einfach dramatisch, einmal wie andere Mal sich zu duellieren hier regelrecht. Kennt das im Prinzip auch beim Zocken, mehr oder weniger von Spielen. Anstatt Hot Seat, heißt zwar auch Hot Seat, aber gibt es meiner Meinung nach auch Last Man Standing. Der Letzte gewinnt. Frage 9. Wir gehen auf 6.000 Dollar für diese Frage hier. Wie heißt der Jazzgesang, bei dem Silben ohne Worte in eine Melodie improvisiert wird? Jazzgesang. Scat. Rap. Wave. Ska. Das übergebe ich gerne dir. Scheiße, Mann. Ich weiß das nämlich nicht. Wie freundlich. Thank you very much. Aber ich hätte vielleicht was geraten. Wir gucken, was ich sagen würde. Just gesagt, man mit Silben ohne Worte eine Melodie improvisiert wird. Skat, Rap, Rave, Ska. Ich würde sagen, das könnte entweder C sein. Rap ist kein Jazzgesang, Rap ist eher Rappen, Reimen und sowas. Ska, weiß nicht genau. Könnte Rave sein. Skat, nee, oder? A oder C? Ich geh mal von C aber aus. Was hättest du gesagt? D. Ja. D? C oder A? D hätte ich gesagt. Ach, D oder A? Okay, wir gucken mal nach. Richtige Antwort hinter der Frage ist... Skat. Oh. Haben wir uns beide getäuscht in dem Sinne. Aber mit A wären wir uns als zweiter Mischung eigentlich gewesen. Okay, dann sind die 250.000 ebenfalls weg. Ich bin nur noch 100.000 weiter. Bin ich wieder, ne? Ja. Das ist ja falsch. Ja, ich bin 2 und 4 und 6. Du bist 1, 3 und 5. Deine Frage. Welches Tier ist in Nordamerika heimisch?
Gabelbock, Löffel-Eber, Messerhengst, Tellerochse? Danke für die schöne Frage. Gerne. Hast du eine Idee? Nö. Löffel-Eber, B. B, Löffel-Eber. Wäre sogar meine Antwort ebenfalls gewesen, mit zweitem Platz Tellerochse D, wieso auch immer. Aber wäre deine zweite Möglichkeit gewesen auch D oder was anderes? Keine Ahnung. Also, in Ordnung. Ich hab jetzt einfach blind geraten und... Ich hätte es, glaube ich, gesagt, wenn ich hätte es müssen. Löffel Eber, diese Antwort ist falsch. Gabelbock ist gewesen. Oh Mann. Noch nie gehört. 50.000 Hits drin. Ich bin wieder dran, also, na toll. Ja, doch. Guck mal, überlegen wir, ich wäre schon wieder, doch. Ich bin 1, 3, du bist 1, 3, 5, ich bin 2, 4, 6, so rum. Wer den Fischerring trägt, steht an der Spitze der Bündnis Grün, Deutsche Anglervereine, Katholische Kirche oder Kronleutergewerkschaft? Fischerring. Es würde zwar B sowas von Sinn machen wegen Fischerring vom Namen her, allerdings stellt es zu nah, der kann ja nicht gar nicht sein. Bündnis Grün? Weiß nicht. Kohle Gewerkschaft Fischerring. Ich hab eine starke Vermutung. D, ne? Hm? Vielleicht D sogar. Stimmt aber für D. Würde ich nicht sagen. Du hättest gesagt C oder was? Ja. Fischerring an der Spitze der katholischen Kirche? Das ist normalerweise der Papst, ne? Trägt der oder, Fischer. Naja, B wäre ein bisschen leicht. Ja, das dachte ich mir. Ich habe gesagt, nämlich B könnte es gut sein, aber es ist naheliegend. Da kann ich keine Fragen nicht sein. Die Fragen ja, aber sind, könnte ja sein. Die Fragen sind nie naheliegend. Außer bei den ersten 50er Fragen bis 500 hoch. In jedem Fall, oh. Richtige Antwort ist C. Du hättest also recht gehabt, in dem Sinne sogar. Okay. Oh. Krass. Der Fischerring. Nie gehört. Niemals gehört. Das heißt, 20.000 Hits gewinnen. Bist du wieder dran? Verdammt! Ja. Das ist Mobbing! Und es ist mein Spiel! Wer hat's erfunden? Da. Du! Vielleicht. Nein, die Briten haben es erfunden. So. Ja. Nur die Australier haben es was anderes ausgemacht, ja. Aber wer ist der Spielleiter? Du. Ich bin eh der Doofe hier in den Folgen, weißt du doch. So, Frage Nummer 9 für 6.000 wieder. Wie heißt ein bekanntes Schauspiel von Arthur Schnitzler? Toll. Techtelmechtel, Liebelei, One-Night-Stand oder Flotterdreier? Ja. Also One-Night-Stand findest du mal aus, genauso wie Flotterdreier. Würde das, glaube ich, keiner ein Stück so nennen. Liebelei oder Techtelmechtel? Es ist beides sehr möglich für mich. Liebelei, können wir so ein Stück nennen? Ja, können wir machen, aber Techtelmechtel kann man auch genauso nennen. Techtelmechtel wäre ein besserer Name für die ganze. Aus mit einfach A. Wolltest du mich gerade zu B husten oder hast du einfach gehustet jetzt wie sonst was? Das war für B. Dann machst du jetzt eh den Rest der Folge. Hätte ich besser gefunden, B wie A. Ah, ich weiß nicht, Festen möchte das hinten nicht schöner Buch. Weißt du, Liebelei? Ja, das klingt nach so einem, weißt du, romantisches Büchlein. Kurz könnte auch eine Kostengeschichte sein. Oh, so. Zwei Fragen musst du beantworten, dann sind 10.000, andernfalls gehst du mit 1.000 raus. Die Frage lautet: Innerhalb einer Woche liegen manchmal Ostermontag und Pfingstmontag, Christi Himmelfahrt, Aschermittwoch und der Tag der Arbeit. Warum bekomme ich diese Frage, wo jemand im Fernsehen gescheitert ist? Sag bloß mir, du weißt doch wenigstens dann. Weißt du es denn? 10 Sekunden. Innerhalb von. B!
langsam. Tag der Arbeit. Naja, wäre ja eh falsch gewesen, also. Das heißt, es wären im Prinzip jetzt 1000 für dich geworden. Ja, stimmt. Ja, hast recht. Verlieren konntest du in dem Sinne jetzt eh nichts. Aber, wie haben wir mal gesehen, wie es gegen die Uhr zu spielen. Wenn du zu langsam bist, wirst du aus dem Anschluss viel rausgekickt. Oh. Naja, 1000 Dollar sind geworden. Wir machen morgen wieder weiter in der nächsten Folge. Hot Seat, bis dahin. Auf Wiedersehen und ciao.